Hey Leute, ich bin's wieder, Rotax. Ja, und willkommen zu einem neuen Live-Commentary hier vom Server-Tagebuch. Heute zeige ich euch mal, was hier so alles fortgeschritten ist, quasi hier beim Warp. Und leider ist mir eine Aufnahme komplett verkackt. Das ist beim Kopieren der Dateien. Sind da quasi zwei Folgen in Arsch gegangen, will ich mal so behaupten. Und ja, das heißt, ich bin jetzt hier viel weiter als in der letzten Folge. Und es hat sich auch sehr, sehr viel getan. Wir haben Wither erledigt, wir haben Admins getrollt. Ich versuche zwar das gerade hart zu retten, die Aufnahme, das dauert jetzt mal 7 Stunden, also ich kann jetzt noch nicht sagen, ob ich das schaffe, dass dieses Programm das rettet irgendwie, aber ja, mal gucken. Falls die Folge vorher gekommen ist mit dem Wither, vor dieser Folge, dann habe ich es geschafft, falls nicht, tut's mir leid. Und ja, ich zeige jetzt mal hier meinen kleinen Warp hier, diesen W-Rotax, ja. Hier spawnt man so und ja, da kann man halt mal so lesen. Du magst Musik, wirf ein Item hier rein, dann wirft man hier einfach was rein und schon geht's los mit Musik. Dann geht's eben, ist das eben der Event Warp von mir. Und im Keller gibt es eben Skill Farm, Skelly Spawner, Casino und so Zeug. Ja, ich werde jetzt mal ein bisschen was herzeigen. Und zwar habe ich hier mal ein paar Stockwerke noch draufgesetzt. So ein paar Pflanzen überall hingepackt, wie man hier schon sehen kann. Also das sieht ganz nice aus, finde ich. Das kann man auch so bringen. Und ist halt ein bisschen abwechslungsreich mit diesem Grünzeug da oben. Und ich weiß nicht, was gerade diese Leuchtfeuerdinger da haben. Naja. Dann kommen hier überall Rüstungen hin, so goldene. Die farme ich mir beim Nether, denn das ist mir zu teuer noch, das aus ganzem Gold zu craften. Das heißt, das sind alles kaputte Rüstungen schon, halt nicht verzaubert. Die werde ich noch fertig machen irgendwann. Dann habe ich die Treppe ein bisschen versetzt. Das sieht man vielleicht schon. Das heißt, wenn man jetzt hier hochgeht, ist auch hier der Boden und alles fertig. Hier ist ein Zaun rundherum gebaut. Ich habe jetzt auch Rocket Boots für alle, die es noch nicht wissen. Zack, ich kann jetzt hier rumdüsen wie so ein kleiner Flitzer. So, und hier ist eben so ein kleiner Balkon mit so. Ja, so, wie soll ich sagen, so Pflanzen halt drauf. In die Richtung habe ich meine Gäste noch ein bisschen erweitert, wie ihr gerade wahrscheinlich seht, bis hierhin halt. Das wird dann alles noch irgendwann begradigt werden und ja. Auf jeden Fall da oben ist dann so eine Glaskuppel draufgepackt worden. Da sieht man dann ganz schön nach unten von hier. Also das kann man, glaube ich, mal so bringen. Das kann man auch lassen, das ist nice geworden, finde ich. Jo, dann haben wir hier auf der anderen Seite eben genau dasselbe. Da ist so ein Zaun, da kann man halt nicht drüber quasi halt mit Boots schon, aber da soll ja keiner runterfallen, das ist ja die Hauptsache. Und hier auf dieser Seite ist noch ein kleiner Balkon, von da kann ich dann so Drop-Events machen und ja, ich drop da auch natürlich runter, also zack, da fliegen wir wieder nach hoch. Die Steuerung habe ich noch nicht so mit den Rocket Boots. Hier kommen so AFK-Räume hin, die sind noch nicht ganz fertig, denn da müssen die Druckplatten noch eins nach vor, das zeige ich jetzt noch nicht her, das ist wie gesagt noch im Aufbau und alles. Dann habe ich hier so mal spaßhalber das Banner von jemandem bekommen. Und zwar ist das jetzt hier blau. Leider ist die Aufnahme auch weg, wo ich das Banner bekommen habe von jemandem. Das hat mir das auch geschenkt. Eins gratis, die anderen drei habe ich bezahlt. Ich habe ja 4 Stück bestellt. Die anderen zwei weiß ich nur nicht, wo ich sie aufhängen soll. Und ja, hier ist so eine kleine Information. Eben willkommen hier im Warp. Und hier ist eben so ein kleiner Dispenser. Und da gibt es eben 40 Stück von diesen Rotax-Eisenbahnen. 5 sind schon verkauft worden. Das sind so Special-Items, die mache ich dann wieder weg. Das ist nur für Anfang an mal zur Unterstützung vom Warp. Genau dasselbe hier natürlich, auch mit Gold. Da sind von 20 Stück nur noch 16 drin, also ist schon gut gegangen. Und hier geht es eben runter in den Keller und Richtung Skill Farm. So. Und aus irgendeinem Grund sind die gerade grün, wie ich sehe. Ist mir noch gar nicht so richtig aufgefallen. Naja. Was haben wir hier? Signal, Licht. Hä? Ah, hat der Katze mir ja schon was gebaut. Und hier ist der Flo. Ich schreibe mal ganz kurz mal Hi. So mitten im Live-Commentary gerade. Und das ist richtig, also richtig nice. Da kann man jetzt hier die Farbe ja bestimmen. Das ist ja cool. Jetzt haben wir hier gelb. Also das ist jetzt eine coole Überraschung. Hier gerade mal so zum Live-Commentary. Dann grün. Ich weiß, ich spiele mich jetzt hier gerade. Dann blaugrün. Ey, das ist richtig krass. Das ist nice. Ja, und was steht hier? Na, Rotax, drück mal das sein, lass dich überraschen. Cool, er hat mir hier das gebaut. Er hat gesagt, er macht mir das, dass das jetzt die Farbe wechseln kann. Per Signal. Richtig, richtig nice von dir, Katzam. Jo, und hier ist eben die Skill Farm mit diesen Bannern hier. Ich werde das jetzt alles hier nach der Reihe mal herzeigen. Die kann man hier auch abschließen. Das kann aber nur ich. Das ist ein Steinknopf. Also, zack. Dann ist die auch dicht. So, und ich hüpfe da jetzt mal runter und zeige euch die mal. So sieht das hier aus. Hier mit auch Wasseraufzügen, da kann man wieder hochgehen. Hier kann man so reingehen und hier spawnt gerade viel. Also ich sollte vielleicht mal hier ein bisschen schneller reingehen und den Knopf hier anmachen für das Licht. Ja, dann ist hier überall mal die Erleuchtung eingetreten und man kann hier nichts mehr machen. So.
Alter, ich treffe den Knopf gerade überhaupt nicht mit diesem F. Boah, ey. Den Knopf, Mann. So. Dann ist auf jeden Fall, kann man hier nochmal runtergehen mit diesen Aufzügen da. Zack. Und zwar kommt man hier dann in die zweite Etage. Die ist wie soll ich sagen, ganz normal so gebaut wie die erste. Ich weiß zwar nicht, warum hier gerade was leuchtet. Da dürfte sich jemand wieder an meine Redstone-Schaltung zu schaffen gemacht haben. Ja, jetzt funktioniert das auch. Ja, auf jeden Fall so viel dazu. Das ist schon ziemlich fortgeschritten, das Haus eigentlich. Und hier kommen wir auch wieder hoch. Zack, ich fliege da jetzt mal ganz kurz, damit das ein bisschen schneller geht. So, genauso wie hier. Hier kann man auch ein bisschen rumdüsen. Da drinnen gibt es außerdem ein paar Armbosse, ein paar Verzauberungstische, lauter so Zeug halt. So, und jetzt gehe ich da mal wieder raus. Ich hoffe, das Skelett trifft mich hier nicht die ganze Zeit. Und so funktioniert das dann. Man geht hier quasi raus, wenn man keine Rocket Boots hat, denn das soll ja für alle zugänglich sein, diese Skill Farm. Da schwimmen wir einfach mal so fröhlich ganz nach oben. Zack, und wenn man dann hier ist, steht da ein Schild Ausgang, das heißt, man kann sich hier auch nicht verlaufen. Und es ist so eine Art kleiner Geheimgang, denn da kommt man hier bei den Glowstones wieder raus. Natürlich dasselbe auf der anderen Seite auch. Und hier ist eben ein normales Lager dann. Das sieht so aus, also das kennt ihr ja schon alle. Da ist ein bisschen Zeug eingelagert, das ist auch schon mehr geworden. Und hier ist irgendjemand, wer ist denn das? Schreiben wir den mal. Ich schreibe den mal, dass ich ganz kurz aufnehme. So. Vielleicht soll ich da noch ein A reinmachen. Zack. Auf jeden Fall. So, haben wir das auch mal gemacht. Während Live-Commentary zuschreiben. Also ein bisschen was texten da. Wo ist denn der Yoda? Er kann eh mal herkommen. Ich schreibe dem jetzt mal ganz kurz, so spaßhalber. So, Spaß aber mal hier. Mach ich mal F5 rein, das mache ich jetzt ganz spontan. Zack, da haben wir mal den Yoda. Echt nice. Wenn man hier so ein bisschen Blödsinn macht. Das ist jetzt ziemlich improvisiert, falls ihr euch das denkt. Denn damit habe ich nicht gerechnet, dass ich hier gerade Besuch bekomme. Und jetzt gehe ich hier mal weiter in mein nächstes Lager. Das sieht so aus. Hier haben wir immer noch diesen coolen Mechanismus hier. Da unten kommt dann so eine Art Ruhmeshalle hin. Also mit so Sachen, die ich halt hier gewinne, mit ein paar anderen coolen Items, lauter so Zeug halt. Und das wollte ich auch noch hier zeigen. Und zwar habe ich hier ist ja Lapis drin, also das braucht man zum Verzaubern. Dann kann man hier so den Knopf drücken und hat hier direkt einen Zaubertisch, da kann man dann Zeug verzaubern und so weiter und so fort. Muss man halt wieder drauf drücken, dass das Ganze wieder zugeht. Ist halt so ein kleines Gimmick, würde ich mal sagen. Dann haben wir hier dasselbe mit Wasser, also hier kann man sich unendlich Wasser holen quasi. Und ja, was habe ich da noch zu zeigen eigentlich bei meinem Warp? Ich glaube, das war es dann eigentlich eh schon hauptsächlich. Da kommen noch ein paar Eingänge hin. Das mit dem Signalschild feiere ich immer noch übelst. Also das ist echt cool, dass hier das Ding hier sich ständig ändern kann. Das ist richtig, richtig krass. Da kann man jetzt immer das Leuchtfeuer aussuchen. Das ist ja einfach nice. Das kann man mal bringen. Ja, und dann, ja genau, das habe ich vergessen. Hier haben wir noch so ein paar Casino-Dinger. Und zwar, wenn ich jetzt hier reingehe zum Beispiel. Und da im Hintergrund hört ihr auch wieder die Musik spielen. Wenn man hier kurz reingeht, dann hat man hier eben so 100% Chance auf einen Diamanten. Und das ist auch wirklich so. Wenn man hier nach drin geht, geht hier die Wand auf. Keiner kann also griefen. Wenn ich hier draufklicke, zahle ich einmal 100 Kadis und bekomme, siehe da, einen Dia und ein Kohlestück. Das ist so quasi der Preis. Und ja, ich ändere das immer. Wie ihr seht, hier sind nur Dias drin. Also es ist wirklich 100% Chance. Und hier ist jetzt Kohle und Eisen drin. Das ändert sich ständig. Also ich kann euch das auch gern zeigen. Da kommen auch immer andere Items rein. Dasselbe hier. 1 zu 9 Chance nur. Ist auch billiger, kostet nur 45 Kadis, das andere ist ja teurer, aber da führt man eine hundertprozentige Chance. Dasselbe hier auf dieser Seite. Und ja, hier wird sich noch ganz viel tun. Wie gesagt, da oben bin ich gerade dabei, so AFK-Kabinen so spaßhalber zu bauen. Dann kommt hier ein großer Vorgarten hin mit ganz vielen Bäumen und so Zeug. Dann kommt hier noch eine Etage drauf. Also ich habe hier schon sehr, sehr viel geplant und da hinten geht gerade die Sonne unter. Ich kann einmal kurz fliegen. Und zwar hier in dem Haus. Das ist das von Jack Daniels. Da haben wir den Ignatz getrollt. Und hier ist auch TNT. Ich weiß nicht, warum hier TNT ist. Ja, gut, jetzt weiß ich auch, warum hier TNT ist. Da hat sich jemand wohl ausgetobt ein bisschen. Da haben wir auch den Ignaz getrollt. War richtig lustig. Ich hoffe nur, die Aufnahme kann ich auch irgendwie retten. Aber muss ich gespannt sein. Also das kann ich nicht versprechen. Und ja, bis dahin sage ich mal danke fürs Zuschauen. Ich lade das jetzt einfach mal so als Live-Commentary hoch. Das ist eh ein ziemlich langes Video jetzt. Ihr habt ihr gesehen, wie weit der Warp jetzt quasi fortgeschritten ist. Wie Rotax funktioniert jetzt. Man spawnt genau da. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mich besuchen kommen. Könnt ein bisschen spielen gehen. Könnt ein bisschen skillen gehen. Und ich bedanke mich mal fürs Zugucken und sag bis zur nächsten Folge dann. Ciao, euer Rotax.